Genau. Ja, bist du bereit? Ja. Okay. 3, 2, 1. Los. Hey ho Gemeinde, herzlich willkommen hier bei Let's Schmink Together mit unserem guten Mod for All. Und Miss Klopapier 720b. Ja, das nenne ich doch mal gut investierte 20 Euro. Genau. Hab meinen Namen angeglichen an meinen YouTube-Account, damit ich nun endlich auch in-game Klopapier 720p heiße und da keine Verwechslung geben wird. Einmal Klopapier, immer Klopapier. Genau so sieht's aus. Genau. Ja. Jo, wo fangen wir an? Also, wie ihr in meiner Hand bestimmt seht, gibt's da etwas Neues, und zwar einen Advanced Diamond Drill. Mit Forge 2. Den haben wir uns, ja, mit Forge 2, das habe ich, ja, Level 14 Verzauberung und habe Forge 2 bekommen. Sehr, 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 sehr geile Sache, weil da entspringen dann solche Sachen hier, entspringen dem Ganzen, und das ist einfach echt sehr, sehr geil. Ja, nur mal kurz dazu, den normalen Diamond Drill, den werdet ihr erkennen, alles ein bisschen anders durch Cracktech. Man braucht Titanium. Und dann macht man einfach noch Oberglocke, Advanced Circuits und macht das zu einem Advanced Maschine. Genau, und für die Leute, die gleich meckern, den kann man nicht verzaubern. Klar klappt das, man muss es nur mit Büchern verzaubern in den, wie heißen das da, wo man die verzaubert? Anvil, also in Amboss. Amboss, genau. Ein Buch drauf verzaubern, das klappt. Dann klappt das. Direkt verzaubern geht nicht. Genau, und das sind die zwei einzigsten Sachen, die wir gecraftet haben. Und zu dem zweiten Teil. Genau. Advanced Darkest. Electric Jetpack. Sag es. 1 Million EU. Sau. Klatsch. Dusch. Au. Ja, das craftet man folgendermaßen aus normalen Electric Jetpack, das hatten wir ja. Und ein Advanced Lapback, was wiederum aus einem normalen Lapback gecraftet wird. Und da halt so Energy Booster, das ist ja nix. Naja, wohl. Naja. Das ist craften, ein bisschen viel craften. Macht das Ganze eben einfach, weil jetzt man hört und staunet, ich drücke die F-Taste, man sieht es oben und ich kann schweben. Man kann schweben und hat gleichzeitig ein Lapback in einen, also ein cooler Mod. Genau, wenn ich das wieder ausschalte, dann habe ich hier ein Lapback, was geladen ist, auf unserer schönen Station hier. Ich kann auch mal reagieren. Ja, genau. Das sind so die einzigen Sachen, die wir dann offline gemacht haben. Natürlich waren wir noch meinen offline, weil das wird halt zu langweilig. Aber wie ihr seht, es ist einiges zusammengekommen. Genau. Kupfer, Zinn, natürlich viele neue Erze. Osmium und Bauxit und Aluminium. Galena und was weiß der Geier, was hier alles drin gekommen ist. Und das alles eigentlich nur wegen diesem Teil hier. Hier, Iridium-Ohr. Das findet man ganz normal unter der Erde als Erz. Wenn man abbaut, bekommt man ein Iridium-Ohr oder man hat Glück, so wie wir. Ja. Und man findet bis zu 2 oder 3 oder 5, Glück je nachdem. Im Sinne von Glück. Fortune. Glück so, Glück Fortune, egal, genau. Glück. Auf jeden Fall Iridium-Ohr. Sehr, sehr, sau, sehr, sehr selten. Deswegen viel gemeint und deswegen viele Rohstoffe. Genau. Aber wir haben es. Nach 2 Tage lang weinen hat's geklappt. Ja. Geil. Dann können wir jetzt anfangen. Schnell. Hopp, schnell machen, schnell. Ich geh gleich mal runter. Geh du runter. Ich würde sagen, liebe Gemeinde, jede Menge Stil. In meinem NEI und ich zeige euch, was ich craften werde. Und zwar einen Infusion. Nein, das war der falsche. Implosion-Kaffee-Kompressor. Genau, ein Kompressor. Und zwar. Den, wo ist er denn? Implosion. Den denn? Da ist er. Da hat er sich versteckt. So. Und zwar. Refined Iron. Advanced Alloy. Advanced Alloy. Haben wir noch Advanced Alloy? Advanced Alloy haben wir noch. Ein bisschen, Ja, ich mach einfach mal ein bisschen Mixed. Ja, mach ein bisschen nach, weil ich würde das auch noch brauchen. Genau, dann brauche ich nämlich Refined Iron, da machen wir uns da was von. So, und ich mach die Casing dazu. Wir brauchen, ich glaube, 9-mal diese normal, die haben wir eh schon.
Ja. Oder sind das die Iridium Vein Forset? Ist natürlich auch die Frage, ne? Ne, warten, ich finde ja. Ne, warten, passt schon. Okay, vorne. Vein Forset, Maschinencasing brauchen wir da. Aber wenn du das sagst, Ja, wenn du dann es wird das so. meinst. Ja, wenn Sie das meinen, junge Dame, dann Wenn wird sie das das wohl so meinen. sein. Advanced. Ach du meine Güte. So, dann machen wir noch mal hier ein bisschen. Wie viel Ich hatten wir gesagt? 19, hab heute irgendwie einen 28. Frosch im Hals. Das ist echt sehr, sehr blöd. Du bist nur Muss mich die aufgeregt. ganze Zeit räuspern. Ja, aufgeregt bin ich sowieso immer, weil. Eine Ja, neue Folge, das ist immer halt, ne? ich bin nun mal ein Neuling und mache wahrscheinlich auch noch viele Fehler. Das haben wir, machen wir alle. Aber das ist mir hoffentlich verziehen. Ich gebe mein Bestes. Ja, und wenn nicht, ist auch egal. Deswegen geht's ja Wenn trotzdem nicht, weiter. ja, wenn nicht, nehmt das mir hoffentlich nicht so übel. Nicht so ganz so übel. Schreibt es einfach in die Kommentare. Scheiße, dann passt das schon wieder. Genau. Hat keiner was dagegen. Wir sind eh alle. Nein. Bitte nicht. Bitte, 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 Jetzt wird unter mein Kommentar, bitte. unter mein Video stehen. Du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße. Ja, dann? Nein, sowas möchte ich natürlich auch nicht. Nee. Weil aber das, ja, ich gebe halt alles, was ich kann. Alles, was ich kann, 101%. So, jetzt packen wir mal das Mixed Metal Ingot, was jetzt übrigens auch nicht mehr einfach so Crafting funktioniert, Table. sondern es muss in der Rolling-Maschine gemacht werden, das Ganze. Es muss rollisiert Weil werden. Cracktech ist echt No Kommentar, oder? heftig. Also Cracktech ist echt heftig. Haben wir echt so Meine viel Güte. Advanced Schaltkreise gebraucht für den blöden, für diese komischen Rainforset Maschinencasing? Oh, guck mal, hier hätten wir sogar noch Advanced Alloy gehabt. Ah, ja. Oder braucht man, aber kann man das anders auch nehmen? Dauer geht. Pressor, Pulsiertes, ne. Maschinenblock, Stone, Ach du Kacke. Achso, da bekommt man ja 4 raus. Ah, blöd, blöd. 19 durch 4 ist ja, 5, 5, müssen es. 5 mal. Haben wir 5, noch, 10, okay, passt. haben wir noch irgendwo Kabel? Ja, hier in Crafting Table sind 6 Stück. Ich habe alle verbraten gerade. Ja, ich brauche ein Electronic Circuit. Einen kannst du rausnehmen. Ich brauche nur 10. Okay. Was noch? Zone, Maschinenblock, Electronic Circuit. Ja. Zone, Ich Stone, hoffe, ich brauche Stone. nur Ja, 10. wir haben hier Uff. natürlich noch ein bisschen Chaos. Aber das kommt dann mit der Zeit, dass die Ja. Lagerung langsam folgt und. Da haben wir schon was geplant und so. Vielleicht geht es in der Folge noch irgendwas aus in der Richtung. Ja, so ein bisschen vielleicht. Erstmal gucken hier. Aber ich glaube nicht, aber egal. Es ist halt alles extrem, echt extrem zu craften. Du hattest ja diese komischen Eine Kombi? Steelplatten da gemacht, oder wie hatten die geheißen? Für diese Rainforce-Dings haben wir das Steel Machining, also Machining Part. Ja, du stellst mir Fragen. Da hatten wir Du ja noch welche stellst mir übrig. Fragen, Wer weiß denn, wo die weil. ganzen Zeugs hinklatschte? Ich Da ist weiß es, es habe ich selbst schon. nicht so genau. Welche Gummi? 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 Gummi. Wir haben kein Gummi mehr. Ah, zwei Gummi. Mami. Stil Ah, außenrum. hier sind noch Kabel. Hier sind noch Kabel. Ah, ah, Oder Titan. Titan haben wir natürlich ah. Also, was nicht. machen wir das? Electronic Circuit. Okay. Stil. Machen wir uns da mal Electronic Circuit. Zack, zack. Advanced Maschinenblock. Oh, man kann mal ein paar von. Jetzt habe ich natürlich die Kabel leer Braucht halt gemacht. jede Ich bin Menge natürlich auch Stil. Held. Ach, Männer, Ein Männer, Männer. Held. Die haben Nur. wir. Den haben wir. Den hat das. Die haben. Also Electronic Circuit haben wir. Advanced Alloy haben wir. Kompressor haben wir. Jetzt brauchen wir noch Advanced Maschinenblöcke. Machen wir uns da mal. Machen wir uns erstmal zwei Maschinenblöcke. Dann machen wir mit die. Eins, zwei. 20, Einfach ja. Okay, also diese advanced. Casing hätte ich fertig soweit. Ah, ich hätte gar nicht so viel gebraucht, egal. Ja, Machen wir ich eh bin mal. gerade an dem Gut. Rohstoffe weg da. Auch kein Presse Platz mehr. und Leute müssten.
hier noch drin haben, aber sicher da hat. Du laberst und laberst so. Und laberst. Ja, ich laber. Ich kenn's mich doch. Ich laber nur und viel und. Die ganze Zeit nur labern. Anstatt mal was erzählen, ein Schwung aus deiner Jugend oder so. Mann, das ist ja viel interessanter. Ein Schwung aus meiner Jugend, doch. Ja, Gott, in den Gott, alten Gott. Zeiten, wo du noch so jung warst. Ich war ich schon unten, weil ich dachte, du wärst unten. Achso, wie ich den gleich aufbauen, oder? Implosionskompressor einstecken. Genau, und ich hab diese Casing. Ja, da können wir das Ding in den Hof bauen. Da. Also da ist 3 hoch und ich glaube, oben drauf müssen wir den Kompressor stellen. Ja. Dann würde ich sagen, ja, hier brauchen wir Strom auch wieder, ne? Ist das zu weit weg? Vielleicht hier mittig einstellen? Ne, das wird nicht gehen wegen diesen da hinten. Oder was ist, wenn wir den so in die Wand reinbauen? So. So. Ja, aber ich glaube, der Kompressor muss oben drauf stehen. Ja, können wir doch so. Bauen wir hier aus, zack, zack. Verstehe ich, wir hier noch eine Ebene aus. So. Und wie so, und dann hier unten hin. Dann können wir hier in der Mitte hochgehen. Achso, und oben, okay, dann müsst ihr von oben hier. Ja, passt. So, ich glaube mal an den Ecken. Oh, jetzt müsste muss ich das mal was gucken. Sein. Ich habe irgendwie gar keinen Sound. Wieso habe ich keinen Sound? Ich höre gar nicht, wenn du was hinstellst oder so. Das geht gar nicht. Ich habe keine Mucke an. Warten. So. Aber ich höre auch nichts irgendwie. Und jetzt ist die Frage, wie das in der Mitte kommt. Ja. Warte mal, warte mal. Hast du einen Block oder so? Oh, you ran into a serious bug. If you have... Stell ihn da auf. Stell ihn einfach dahin, wo... Mitte. Da oben Mitte. Platzieren hin, da sehen wir, wie es aussieht. Das ist ein Advanced Maschine Block, also nee. Da sehen wir es. Siehst du? Okay, in der Mitte bleibt frei. Gut. Ah, okay, so. Das ist das, weißt du? Und oben geht's außen hell, innen dunkel. Ah, hier sieht man es genau. Cool, coole Sache. Ja. So, so. Und hier kommt noch so. Hell. Da gehören dann Stufen hin, ne? Ja, ja, ja. Und so, so sollte es passen. Müsste grün sein, ja. Incomplete Machine Casing. Wo steht das? Ah, okay. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Hey. Direkt unter den Kompressor. Ah. Warum habe ich keine Rainforest mehr? Sind alle oben. Nein, die sind alle hier in dem Ding drin. Du hast sie hier reingepackt. Wo rein? Hier oben. Den Kompressor oder was? Ja, im Implosionskompressor ist alles drin. Warum ist das da drin? Komisch. Grüne. So, ja. Jetzt hat das. Ah. Da steht er, das gute Ding. Braucht Strom. Naja. Ihr seid blöd, oder wirklich so? Das heißt, wir fahren einfach hier weg. So, drück mal schön F-Taste und schon. Was? F-Taste? Ja, für Fliegen, Hover Mode. Oh, ja. Hast du noch Kabel oder muss ich machen gehen? Oben müssten wir welche sein. Ich geh mal gucken. Ja, bin ich schon oben. Ich auch. Folge dich. Ich mache einfach ein paar. Ja, ich guck mal kurz hier. Silber und Diamanten haben wir ja auch jede Menge. Also können wir ein paar machen. Los. Ah, nicht so geizig hier. Ja, du bist immer geizig. Ich bin geizig, jetzt bitte. So. Ich hab jetzt überhört. Nee, das ist Tatsache. Das du sagst immer sparen, also sparen, sparen. Ich hab auch Gefühle. Das nee, hast du nicht. Schon so ein bisschen meine Gefühle. Du darfst keine Gefühle haben. So, ich möchte aber. Darfst aber nicht. Ah, hier oben wollt's auch noch raus. Ja, damit wir da... Ups. Da hat's wohl Pum gemacht. Da hat's wohl Pum gemacht. Da ist halt der Kompressor explodiert anstatt implodiert. Und ich weiß schon warum, weil ich den falsch angeschlossen habe. Warum? Der darf nur 32 U haben. Ich wollte den eigentlich hier dazu schließen. Beim LV. Okay, ja. Das heißt, okay, ich geh mal einen neuen craften. Gut, die Casing sind die alle da, ja. Ist der auch noch da? Ne, nee, der Kompressor ist nicht da, da ist in Luft geflogen. Der ist anstatt implodiert, explodiert. Haben wir noch einen Kompressor, Stone Machine Block, Electronic Circuit haben wir noch.
So. Inbrook machen wir schnell. Was steht noch auf der Liste? Das. Okay. Was wir noch zwischenzeit machen, ist ein Miner. Ich habe da ein bisschen vorbereitet schon. Oder auch nicht. Phil hat mir das Sachen geklaut. Ich habe gar nichts geklaut. Wir bauen den da und ich glaube zwei Schaltkreise war das. Ich habe nichts geklaut. Ich bin definitiv und immer unschuldig. Aber warte mal, andere Frage, brauchen wir einen Miner? Nee. Ja. Wir haben so viele Rohstoffe. Meinst? Ja, aber dass wir ihn mal gebaut haben, oder machen wir so. Ja, warum nicht? Aufstellen schadet ja nicht. Kann dann nebenbei wursteln. So, die haben wir, das haben wir, Electronic Circuit haben wir. Ja. Dann brauchen wir noch einen Compressor, einen Electronic Circuit, einen Maschinenblock. Ich brauche noch so einen blöden Circuit. Circuit und. Haben wir doch Gummi? Nee. Und zack, Hovermod an. Und hier Fly. Das ist halt praktisch mit den Hovermod. Ach, ich hätte keine Lokum, ich hab noch Stone. Cobblestone im Inventar. Ja. Ich glaube, gibt es dafür eine Treppe, ne? Was mit der Treppe? Ey, dafür haben wir eine Treppe gebaut, damit du hochgehen kannst, nicht immer fliegen, ey. Ich möchte aber gerne. So werde ich dir zeigen, wie man von Server fliegen kann. Nein. Da das auch. Möchte ich nicht fliegen. So weit möchte ich auch nicht fliegen. So, meiner so. Haben wir mal. Jetzt haben wir auch wieder einen Implosions-Compressor. Jetzt hoffen wir, dass er nicht wieder explodiert. Der soll implodieren, nicht explodieren. Stellen wir das gute Ding mal wieder hier oben hin. Also Strom müsste jetzt passen, jetzt haben wir was richtig angeschlossen. Jetzt nochmal in die Luft fliegt, dann. Nee, da gehört tiefer. Warten aber mit der Wrench, muss ich abbauen. Ich geh sie holen. Ich hoffe jetzt, dass. Mal gucken, mal können wir nach unserem Steam. Haben wir noch Steam? Das ja klappt, ja. Alter, der gehört genau hier drauf, so. Läuft, Steam läuft. Zack, ah, jetzt lebt er, ne? Ja. Aber jetzt haben wir hier oben wenigstens schön Platz, das war ja Absicht. So, ja, klar. So, alles was muss da jetzt stimmt. Rein? Da muss jetzt rein. Ein Iridium-Alloy und 8x Industrial-TNT. Ja, Industrial-TNT. Ach du Kacke, ein Diamant. Und Industrial-TNT. Viel Spaß beim Craften. Ja, ich mach erstmal hier kurz. Schöner, das muss ja auch. Ja, auch für die Zuschauer schön sein, alles hier. Also, meist. Ich craft mal dieses komische Iridium-Zeug da, die. Hello Ingot, also Iridium Ingot, viermal. Ja, da habt ihr gerade, ein Red Alloy Wire gesehen. Da zeige ich euch gleich ganz schnell noch, wo das. Was haben Sie gesehen? Ein Red Alloy Wire. Was führt das hier lang? Das hat den ganz einfachen Grund, dass wenn User bei uns vorbeikommen. Müssen wir nicht immer da vorne zu der Tür und dann über die Brücke und dann ist noch eine Tür, sondern legen wir einfach den Hebel um. Zack, dann geht die Tür geht auf. Und ganz vorne die Tür geht auch auf und dann können wir schön von zu Hause aus ganz gemütlich können wir das tun. Ich muss auch rein oder rauslassen. Und essen hier. Warte mal, noch mal kurz rein. Wir wollten den Metafabricator haben, ne? Ja. Das ist der neue Metafabricator. Genau, und zwar ist der nämlich das gute Stück hier. Genau, und da braucht ihr Iridiumplatten. Wie viel brauchen wir da Iridiumplatten? 4, schätze ich mal. Ich will es gar nicht wissen. 5. 1. 5, 20 passt schon, ja. Ich dachte, wir haben uns verrechnet. 5, genau. So. Ich brauche nur 5. Nee, Iridiumplatten, aber pro Iridiumplatte brauchst du 4 Iridium. Ja, genau, 5, ja. Deswegen 20. Genau. Und Advanced Alloy, du hast ja doch noch gemacht, oder? Ja, aber ich kann noch was machen. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich nochmal einen, dass ich nochmal einen Dings hier... Blast Furnace machen musste. Hier sind noch 2 Advanced Alloy drin. Ja. Dadurch, dass ich das tun musste. Ja, genau, ich stelle mal die Fackel da oben drauf und ich stelle hier auch noch einen hin. Ja, das passt so richtig drauf, was schön mittig ist. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, was machst du denn jetzt? Du machst jetzt... Das Alloy. Für das TNT. Du machst das Industrial TNT.
Okay. Ja, Chef, ich werde es tun. Ja, Chef. Astral TNT. So. Der macht das hier. Also, brauchen wir Flint. Können wir das mal? Flint und TNT. Und TNT machen wir Gunpowder. Ohoho. Gunpowder? Ja, ich denke mal, wir werden jetzt das offline fertig craften mal. Ja. Weil das wird jetzt länger dauern mit den ganzen Craften. Also einmal Iridium Alloy und dieses Industrial TNT. Genau, ich bin dann für das Industrial TNT zuständig. Und genau das. Der Mod for All macht den Rest. Nee, Quatsch. Das craften wir offline weiter und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir das alles gecraftet haben. See you later, Terminator. Later, Babies. Ciao, Leute. Schaltet ein. Oh.